Griechenland, Insel Ithaka, 8. Jahrhundert vor Christus. O Zeus, Gott der Götter, wir flehen euch an um das Heil von Odysseus. 20 Jahre sind es, dass seine Frau Penelope in aller Tugendhaftigkeit auf ihn wartet, die ihn ehrt. So empfangt die Königin. Seit 10 Jahren lässt du uns warten. Das werden wir nicht noch einmal so lange dulden. Odysseus lebt noch. Also, was willst du? Ja, was meinst du? Du schämst dich nicht, dein Volk krepieren zu lassen? Halt dein Versprechen, wieder zu heiraten. Odysseus kommt wieder zurück. Und wenn er nie wiederkommen sollte? Du solltest hier König sein, nicht einer von ihnen. Wenn du König wärst, würde ich nichts mehr fürchten müssen. Du willst den Platz deines Vaters einnehmen. Beweise allen, dass du der Stärkste bist. Und töte deine Herausforderer. Wenn du sie provozierst, töten sie dich. Ich will nicht mein Leben lang warten. Schütze meinen Sohn Telemachos und schenke ihm die Kraft seines Vaters. Es gibt keine Götter mehr, keine Könige mehr, keine Agora mehr. Es gibt nur noch uns. Die Götter stellen uns auf eine Probe. Odysseus ist nach Hause zurückgekehrt. Allen Ruhm unserem Vater. Es ist Zeit, dass in Ithaka wieder Frieden einkehrt und Wohlstand. Ich habe die Götter angefleht. Alle für Leokritos! Leokritos! Ich dachte, du wärst tot. Und das hat dir das Recht gegeben, meinen Platz einzunehmen. Ich erkenne dich nicht wieder. Aber ich bin derselbe. Du bist es, die sich verändert hat. Gegen unsere Königin wurde eine schwerwiegende Beschuldigung erhoben. Ihr könntet Anspruch auf mehr erheben. Bist du gekommen, um uns zu beleidigen? Ich bin gekommen, um mit euch das Blut von Odysseus' Familie zu vergießen. Ich will nicht, dass mein Sohn eine Sklavin liebt. Verrat muss bestraft werden! Menelaos ist mit seiner gesamten Armee gelandet. Das bedeutet Krieg.